Hallo, in diesem Video möchte ich euch die einzelnen Teile des Modellautos erläutern. Fangen wir zunächst mit den verbauten Boards an. Ganz oben ist ein Odroid-Board angebracht, auf dem sich ein Linux-Betriebssystem befindet. Auf diesem findet die Verarbeitung von Mess- und Videodaten statt. Per USB mit dem Odroid verbunden ist der Arduino, der als Schnittstelle zu den Sensoren und Aktoren fungiert. Beginnen wir bei den Sensoren hinten. Dort gibt es zunächst einen nach hinten gerichteten Mid-Range-Infrarotsensor. Dieser kann in einem sehr schmalen Erfassungsbereich Entfernungen zu Objekten von ca. 10 bis 80 cm messen. Die Abstandswerte werden über eine Spannung an den Analogeingang des Arduino übertragen. Zudem gibt es zwei schräg zu den Seiten gerichtete Ultraschallsensoren. Diese messen Entfernungen von 20 cm bis maximal 5 Metern und übertragen ihre Daten per I2C-Bus an den Arduino. An den beiden Hinterrädern befindet sich jeweils ein Raddrehzahlsensor. Ausgeführt ist dieser in Form einer Fotodiode, die die Schwarz-Weiß-Übergänge der in den Felgen angebrachten Farbstreifen detektiert. Kurz vor den Rädern befinden sich wieder zwei seitlich wegzeigende Mid-Range-Infrarotsensoren, die seitliche Abstände im Bereich 10 cm bis 80 cm messen. In der Mitte zwischen diesen beiden Sensoren ist der Lagesensor positioniert. Dieser liefert Drehraten und Beschleunigungen in allen drei Bewegungsachsen. Vorne, unschwer zu erkennen, befindet sich die ASUS Ixion, eine 3D-Kamera, die RGB sowie Tiefenbilder, also Entfernung pro Pixel, liefert. Sie erfasst das Umfeld in einem horizontalen Öffnungswinkel von ca. 58 Grad und ist direkt per USB an das Odroid-Board angeschlossen. An der Vorderseite des Autos befinden sich noch einmal ein nach vorne gerichteter Midrange-Infrarotsensor sowie ein Long-Range-Infrarotsensor, der im Entfernungsbereich 20 cm bis 1,5 Metern misst. Beide schicken ihre Messdaten über I2C-Bus an den Arduino. Wie hinten sind auch zwei zur Seite gerichtete Mid-Range-Infrarotsensoren und zwei schräg positionierte Ultraschallsensoren angebracht. Die vorderen Infrarotsensoren sind dabei für eine längere Distanz ausgelegt. Diese können die Entfernung zu Objekten in einem Bereich von 20 bis 150 cm messen, während die am Heck montierten Sensoren im Bereich von 10 bis 80 cm arbeiten. Kommen wir zu guter Letzt zu den Teilen, die dem ganzen Leben einhauchen, den Akkus sowie den Fahrtreglern. Der schwarze Akku hat eine Nennspannung von 11,1 Volt und versorgt die Messtechnik, also Arduino und Odroid, sowie die Sensoren mit Strom. Der weiße mit einer Nennspannung von 7,4 Volt ist für die Fahrtregler und den Motor verantwortlich. Für die Steuerung der Lenkung gibt es einen Servomotor, der durch eine Leitung zum intern verbauten Potentiometer ergänzt wurde, damit man den aktuellen Lenkwinkel auch wieder auslesen kann. Das waren die wichtigsten Bestandteile des Autos. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.